Offenbar müssen die Aktivisten des Tesla-Protestcamps im brandenburgischen Grünheide nun mit einer Räumung am Samstagmorgen rechnen. Das Camp ist offiziell bis Freitag als Versammlung genehmigt worden. Nun sollen die Aktivisten Unterstützer aufgerufen haben, noch vor Freitag in das Camp zu kommen, um die Räumung zum Desaster zu machen. Für die Sprecherin der Initiative Tesla stoppen ist die geplante Räumung für die Beteiligten eine enorme und psychische und physische Belastungen. Ursprünglich hatten die Protestierenden Ende Februar nahe dem Tesla-Werk Baumhäuser errichtet, um eine Erweiterung des Tesla-Geländes zu verhindern. Über Tesla in Grünheide kann ich jetzt sprechen mit Daniel Zwick aus der Weltwirtschaftsredaktion. Willkommen. Hallo. Hier bei uns im Studio schauen wir noch mal kurz auf die Protestierenden. Mhm. Auch die Bewohner der Gemeinde hatten ja abgelehnt, dass das Tesla-Werk weiter erweitert werden soll, obwohl, wie gesagt, wenn die Einbäume abgesägt werden, dann muss es woanders Ausgleichsflächen geben und das Ganze würde auch den Transport umweltfreundlicher machen. Wie ist die Lage jetzt? Also ich glaube, die Fronten verhärten sich. Das ist eine ziemlich verfahrene Situation. Auf der einen Seite hat man Tesla, die, würde ich sagen, eigentlich viele Fakten auf ihrer Seite haben, aber damit sehr, sehr sparsam umgehen. Und auf der anderen Seite Protestierende, denen es vielleicht auch gar nicht unbedingt nur um dieses Werk geht oder um Tesla, sondern eher um ein großes Symbol. Das sind ja in diesem Protestcamp Leute, wie man sie auch aus dem Hambacher Forst kennt, denen es eigentlich eher dagegen um eine Kapitalismuskritik geht, um dieses Symbol Elon Musk als reichster Mann oder jetzt zweitreichster Mann der Welt. Das sind so Fronten, da gibt es irgendwie nicht so richtig einen Ausgleich, hat man das Gefühl. Dennoch, Elon Musk ist ja weiter sehr zuversichtlich, was sein Werk dort angeht, auch die Erweiterung, und hat nun gestern bei einem Besuch seinen Beschäftigten Mut zugesprochen und hat außerdem gesagt, dass jetzt der neue LKW oder nicht mehr ganz so neue LKW, aber eben erst nur in geringen Stückzahlen produziertes Fahrzeug auch in Grünheide produziert werden soll. Was könnte das bedeuten? Ja, und außerdem soll auch der zukünftige Kleinwagen Tesla 2 da gebaut werden. Das ist fast noch das Bedeutendere. Man muss diese Musk-Ankündigung immer so ein bisschen, man darf die nicht so ganz ernst nehmen, ne? Weil der haut auch gerne mal einen Tweet raus und oft verzögert sich das dann um Jahre, wenn er sowas ankündigt. Aber das zeigt ganz klar, dieses Werk ist richtig wichtig für Tesla. Das ist die Basis in Europa für einen immer noch sehr großen Automarkt. 14 Millionen Autos werden in Europa im Jahr verkauft. Und wenn der Laster dann hier produziert wird und auch eben dieser Kleinwagen hier produziert wird, dann wird dieses Werk noch bedeutender. Daniel Zwick war das aus der Weltwirtschaftsredaktion. Ganz herzlichen Dank. Danke. Noch kurz zum Sport. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ja seinen Kader bekannt gegeben für die beiden Testspiele gegen Frankreich und die Niederlande. Er berief gleich 6 DFB-Neulinge zum Start ins EM-Jahr. Die Stuttgarter Waldemar Anton, Dennis Undaff und Maximilian Mittelstädt werden erstmals im Kreis der Nationalmannschaft dabei sein, ebenso wie Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim, Maximilian Bayer von der TSG Hoffenheim und Alexander Pavlovic vom FC Bayern München. Das DFB-Team trifft sich am Montag in Frankfurt und bereitet sich dann auf die anstehenden Partien vor.